Peter, wie man sieht, bist du da dabei gewesen, ja, bei der Jägermeister-Kampagne. Ja, erzähl gedruckt mal. Quasi. Sogar gedruckt, ja. Also ich war 2000 bei Hoffmann Reiser Schalt, A-Direktor in der Agentur, Kreativdirektor A. Und der Etat Jägermeister war Bestandteil der Kundenliste. Und dadurch, dass das ja eine Unikat-Kampagne war und das immer wieder neue Leute gebraucht hat und neue Headlines und jede Anzeige nur einmal gedruckt wird, muss natürlich alles, was man kennt, irgendwie gefragt werden, ob in die Anzeige, oder sich fotografieren lässt. Und ich war, waren nicht nur die Prominenten am Anfang? Nee, waren eigentlich waren kaum Prominente. Das war ja Ursprung der Idee eigentlich, dass es auch Leute aus dem Volk waren. Das waren ganz, ganz wenige. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand ein Prominenter in der Kampagne war. Ich glaube, da war gar doch keiner. Doch, ganz am Anfang. Ganz am Anfang? Ja. Okay. Also in den 70ern. Was damals berühmt war. Okay. Ja, ja, wie gesagt, das waren, also mit dem Freundeskreis rumgefragt, also es wurde ein richtiges Casting gemacht und wir haben halt auch so Mundpropaganda-Casting gemacht und gefragt und getan. Ja, und dann war ich halt auch dabei. Aha. In der TV-Spielfilm. Und Texte gab es auch jede Menge. Texte gab es auch jede Menge, die wurden dann von ganz vielen Textern geschrieben, weil das ist, war so mannigfaltig, man kann es dir vorstellen, es waren unendlich viele Motive. Und der Wortwitz war immer gefragt und dann gab es Karlauer, die fanden wir da nicht so toll und dann gab es gute und einen schönen Wortwitz und sowas. Das ist ja auch noch zum Herrn Mast persönlich gegangen, der da entschieden hat. Genau. Was viel besser ist als 10 Leute, die dann drüber reden, welcher Text richtig ist. Ja, also Gremium ist schon schlimm, aber wenn es dann Stufen geht, also das ist irgendwie ganz, ganz schlimm. Also das ist aber, der hat einfach Ja und Nein gesagt, fertig. Ja. Und dann war die Ansage entweder in der Zeitung oder nicht. Das war mir auch immer lieber als Marktforscher. Anstatt dass der Kunde dann sagt, das testen wir erstmal, ist es mir auch immer lieber gewesen, wenn jemand gesagt hat, so, das ist jetzt so und ich will das, mein Name steht da drauf und ich stehe dafür. Genau. Das gibt es immer weniger, diese Unternehmergesellschaften. Auch der Mast hat ja mit dem Trikot und solchen Geschichten angefangen. Ja, der ist unheimlich visionär gewesen in der Beziehung. Also weltweit der erste Trikotsponsor. Ich meine, das war ein Aufschrei des Entsetzens damals. Ja, ja. Und heute finanziert sich quasi der ganze Fußball damit, ne? Wenn du so willst. Ja, genau. Ja. Nee, diese Unternehmerpersönlichkeiten, die es da gegeben hat, die werden immer weniger. Mhm. Absolut. Naja. Was gibt es noch? Das waren über 3.500. Also ich bin da irgendwie 3.505. Ja. Genau. Und also ziemlich am Ende schon. Ne? Echt? Ja, wir haben die, glaube ich, bis 2001 oder 2002 gemacht. Mhm. Also es gab ja noch ein paar, aber ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gab. Auf jeden Fall ist das eine Menge Holz. Das ist am Ende eine Menge Holz, über 10 Jahre, schätze ich. Ja. Es hat der Marke sicher gut getan, dass sie von dem Image da wegkam. Ich habe gehört, es gab auch die Bezeichnung Hochsitz-Cola. Genau, da gibt es auch eine Website drüber, die heißt Hochsitz-Cola. Ja, genau. Und das ist so ein Typ, der sammelt das alles. Den habe ich mal getroffen. Ja. Der ist völlig irre. Klasse. Der sammelt auch weiterhin. Also die kann man auch solchen hinschicken, wenn er irgendwas hat. Er hat uns auch ein Trikot gegeben für die Ausstellung. Ach komm, wie gut. Ja. Sehr gut. Na ja. Ja. Ja, also die lief ja ab den 70ern, die Kampagne, und wurde dann irgendwann auf Eis gelegt. Und Hoffmann Reiser Schalt hat die im Prinzip wiederbelebt, genau genommen. Und ich weiß gar nicht, ob die, ich habe irgendwie das Gefühl, das war länger als 10 Jahre. Die erste Staffel da, oder die ersten beiden Staffeln. Aber die Marke ist dann später richtig in geworden. Ja. Also so wie ich gehört habe, ist das praktisch über Südamerika, war das so das Partygetränk für die schrägen Deutschen mit dem Hirschgeweih und so. Ja. Und das fanden die jungen Leute da richtig friedlich. Ja, und in New York war es irgendwann sowas von hip. Ja. Also auch so komisches Zeug mit Mixgetränke mit Jägermeister waren unglaublich angesagt. Ja. Und ist ja immer noch so. Ich meine, das ist ja jetzt, also das ist alles andere als eine verstaubte Marke, kann man einfach sagen. Und also das hat die Kampagne insgesamt geschafft, weil vorher war es einfach ein Hirschgeweih. Ah ja, klar. Und
Und der Aschenbecher. Und so der Aschenbecher, ja. Wobei der sehr schön ist. Wir haben noch einen in der Agentur. Ah ja. Beziehungsweise gar kein Aschenbecher, das ist ein Wandteller. Mhm. Genau. Kann man aber als Aschenbecher benutzen, wenn man will. Hat aber so zwei Löcher im Hof zum Aufhängen. Ja, zum Aufhängen. In den Kneipen hängt das überall. Genau. Ja. Nee, ist eine schöne Marke. Hat riesig Spaß gemacht. Vier Städte waren das, also Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, vier Fotografen. Und dann ist man da immer hingefahren und hat drei Tage lang richtig abgeballert. Also das war der Hammer. Wir hatten Stylist dabei und so, und wir hatten Make-up-Artist. Es gab ja auch mal ein Motiv, wo überhaupt keine Marke drauf war. Genau, da war gar niemand drauf. Das habe ich leider nicht gefunden, aber das fand ich auch toll. Das ist immer ein Beweis dafür, dass eine Marke ein Profil hat. Ne? Genau. Ja, richtig. Naja. Was gibt es denn noch außer Jägermeister in deinem Leben an Kampagnen oder Erlebnissen, die dich irgendwie beeindruckt haben? Ach, so viel. Ich meine, ich habe so viele Agenturen hinter mir. Also ich habe für Telekom gearbeitet, hat sehr viel Spaß gemacht. Was war das für Telekom? In T-Online hieß das damals noch. Ja. Das war diese Kampagne mit dem Behrendt und der Cosma Shiva Hagen, die so gemacht hat. Ah ja, also auch schön. Ich gehe online mit T-Online. Und dann habe ich nach wie vor für ein Nordhessischen Verkehrsverbund arbeite ich. Dann Opel. Ja, wir haben uns da ja bei kennengelernt. American Express. Ja. Und Opel Werbung war immer besser als ihr Ruf. Ne? Das war ja so furchtbar immer. Ja. Also ich habe es im Corsa eingeführt, überleg dir das da mal. Da war ich auch noch dabei. Ja, genau. Naja, da habe ich noch Marktforschung. Die ersten zwei Kampagnen. Ja, ja. Als Grünschnabel. Das war total schön. Also es war mein erster Job als A-Direktor quasi. Also vorher war ich halt Junior und bin dann dahin und frisches das Blut und neues Glück und so. Wir haben den Corsa anonymisiert und ihr habt das dann gemacht, vorne den Opel Blitz weggemacht. Und die Leute in der Gruppe waren so scharf drauf und haben geguckt und in der Pfütze unten hat er sich noch ein bisschen gespiegelt. Ja. Okay. Vorher haben die gesagt, klasse, neuer Japaner und interessant und gutes Styling. Wahnsinn. Und kaum haben sie den Blitz da unten entdeckt, haben sie gesagt, ach, es ist ja nur ein Ofen. Ja, das ist ein Problem, das haben wir heute noch, habe ich das Gefühl. Also das Umparken im Kopf ist ein guter Hinweis. Die machen auch eine gute PR im Moment, indem sie sagen, sie hätten unheimlich viel gewonnen und so. Die haben auch gute Testimonials. Ja, also das haben sie richtig gut ausgesucht. Haben auch gute Autos endlich. Ja, also, na klar. Was haben die Amerikaner damals gedrückt und gesagt, wir wissen alles und ihr wisst nichts in Europa. Naja. Ja, sie sind immer besser als ihr Ruf. Ja. Aber es ist schwer, wenn praktisch schon das Image so weit ist, dass die Bevölkerung weiß, die Firma, die schwankt und ist kurz vorm Zumachen und Ohren zu und weiß nicht bitter. Was. Also wenn das die Normalverbraucher schon wissen, dann ist es hart für eine Marke. Na gut, fällt dir noch was ein, was wir noch nicht erwähnt haben? Aber ja, das ist, ich meine, das Tolle an diesem Job ist ja auch, dass du einfach echt richtig gute Leute kennenlernst. Und nicht nur kennenlernst, sondern auch von denen lernst. Also das gibt einem irgendwie immer so ein bisschen was mit auf den Weg. Also das ist schon toll. Peter Lindberg, Herb Ritz. Ja. Toll. Da werde ich nie vergessen. Da saß ich bei Scholz & Friends und die Art Bayerin damals war Mitglied der Geschäftsleitung, also so richtig angesagte Frau, die war richtig super. Und es gab ein Layout, was im Prinzip ging um eine neue Marke für West Strong. Das heißt, die haben quasi statt Light haben die mal Strong gemacht, weil sie ein bisschen gegen den Strom. Ja. Und das Layout-Bild war das berühmte Madonna-Cover, das True Blue-Cover, wo die quasi den Kopf nach hinten reißt, vor dem blauen Hintergrund. Und da haben wir einfach in den Mund eine Kippe gesteckt und oben drüber geschrieben, die schmeckt man. West Strong, die schmeckt man. Ja. Und dann bin ich mit dem Layout zu der Artbayerin, zu der Vertäfst, und habe gesagt, ja, das müssen wir jetzt mal realisieren, weil die haben das jetzt gekauft. Und dann hat die gesagt, wir hatten das Originalbild gemacht, das war doch der Herr Britz. Dann sage ich, ja, und dann sagt die, den rufen wir jetzt gleich an.
Und mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Ach, ja. Und dann guckt die auf die Uhr und sagt, ja, das können wir jetzt auch machen, das ist genug gute Zeit für L.A. Und dann haben wir den angerufen. Ich saß so da. Und ja. Ich sag dir, ein ganz normaler Mensch, ich kam in das Studio rein und war ein bisschen früh, weil aufgeregt. Und da stand links einer und hat so Hintergrundrollen sortiert und rechts waren irgendwelche Leute und haben Frühstückstisch gedeckt. Und dann bin ich halt auf die zu und habe gesagt, ach, ich bin der Peter Schäfer aus Frankfurt und soll hier ein Shooting mit euch machen und der Herb ist ja wahrscheinlich noch nicht da. Und dann haben die gesagt, doch, der steht da vorne und sortiert die Hintergrundrollen. Ja, toll. Das ist ein Hammer. Und Peter Lindberg ist, der redet mit jedem am Set und mit den Leuten, wo du am wenigsten denkst, dass er mit denen reden müsste, mit denen redet er am meisten, um die bei Laune zu halten. Ja. Und jeder, der mit ihm arbeitet, sagt mir jederzeit wieder, weil es einfach ein unglaublich angenehmes Arbeiten ist. Und es ist überhaupt kein Molly machen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die richtig guten Leute, habe ich gelernt, machen keinen Dicken. Ist so. Die wissen, wer sie sind und ja. Die müssen keine große Schau drumherum machen. Und Ja, und Ridley Scott, hast du vorhin gesagt, den habe ich leider nicht getroffen, weil da hat der Texte den Film gedreht. Für West war das. Ja. Und, aber immerhin David Bailey habe ich persönlich kennengelernt, hat nur über Frauen geredet die ganze Zeit. Kein Wunder. Nee, das ist schon super. Also das macht schon Spaß. Also das macht in dem Job auch richtig Spaß, ja. Was man am Rande so kennenlernt. Ja, genau. So geht's und es gibt dir wirklich was mit. Also das ist jetzt nicht nur Name-Dropping, sondern ich habe auch von ganz anderen, von meinen Junioren habe ich auch dauernd was gelernt. Also das ist nicht der Punkt, dass man das immer nur von Superstars macht, sondern das ist einfach, man muss einfach saugen. Du musst einfach ein Schwamm sein und aufnehmen und aufnehmen und was dazulernen und weitergeben. Ja. Also genauso gut zurückgeben, das Wasser aus dem Schwamm wieder rauslassen. Ja. Das ist das ganze Ding. Also weitergeben und auch Respekt vor dem kleinsten Praktikanten. Absolut. Ist auch vor der Putzfrau. Ja. Also ja, ich meine, das ist... Die können auch eine gute Line sagen. Ich weiß auch noch, ich habe die Putzfrauen besser gekannt als viele Kollegen. Absolut. Wenn man bis abends um 10 in der Agentur sitzt. Mhm. Wenn du die zum Feind hast und sitzt da abends um 11, hast du keinen Spaß. Ja. Das ist einfach so. Weil da gibt es genug andere Hürden zu gehen. Ja. Definitiv.